Und damit ein wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turok 2, der Samen des Bösen. Ja, nach dem 4-Stunden-Stream habe ich mir gedacht, komm, nimmst du noch eine Runde auf. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen Bloom hier rein gemacht. Das habe ich ja vorher immer ausgehabt. Und unter anderem habe ich mal die N64 Soundtracks laufen im Hintergrund. Deswegen hören wir uns die jetzt einfach mal an und ich bin gespannt, ob die vielleicht ein bisschen angenehmer sind als die neu aufgelegten Tracks hier für die Level. So, und bevor ich jetzt weiter quatsche, wir machen die gute alte Minimap an, denn hier könnte es recht verwirrend werden. Und ich glaube, das wird's auch. Wow! Kommt der denn her? Wer hat denn da jetzt geschossen? LOL! Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ich versuche mal keinen Schaden zu nehmen, wenn es geht. Ja, toll. Habe ich denn... Au! Habe ich denn nichts anderes hier? Nein, nicht getroffen. LOL. So, und jetzt spratze ich dich weg. Jawohl, einer weniger. Warum können die da durchschießen? Ach, ich kann das auch, oder was? Okay, das geht tatsächlich. Okay, das ist interessant. Ich habe gedacht, warum können die durch den Boden schießen? Aber das kann ich auch. Dann ist es ja nicht... Au, so schlimm. So. Also dagegen ist der Minenwerfer echt gut, gegen diese komischen springenden Viecher. Muss man mal sagen. So, das Vieh ist auch down. Ist nur ein bisschen unnötig, dass das Ding immer 3 Raketen schießt. So, wie komme ich jetzt weiter? Muss ich hier hochklettern? Ja, alles klar. So, jetzt wird's spannend. Wo gehe ich denn lang? Ich weiß es nicht. So, ich spratze hier mal alles weg. Komm mal hier auch ordentlich durch. Das brauche ich jetzt noch nicht nehmen, ne. Und hier komme ich auch nicht wirklich weiter. Von daher gehen wir jetzt den anderen Weg. So, und ich hoffe, dass das Level nicht verwirrend wird. Bin ich ganz ehrlich, das wäre jetzt nicht schön. Kannst du auch mal sterben? Danke. Oh, jetzt die schon wieder. Aber die Mucke ist schon cooler, ne? Muss man mal sagen. Come on. Was soll ich denn noch da alles reinballern? Ah, okay. Mein Gott. So, was habe ich jetzt hier für einen Ort gefunden? Ach, das ist ein Geheimbereich hier. Interessant. Und wo führt er mich hin? Jo! Toll. Okay, ich komme hier nirgendwo durch. Oder kann ich das auch aufschießen? Nee, kann ich nicht aufschießen.
So, was hat das jetzt gebracht, dass ich hier hinkomme? Nix. Absolut gar nix. So. Ach, jetzt gehen die Türen auf. Ja, super. Hier kann ich nichts einsammeln, war also umsonst. Da hinten vielleicht noch irgendwas, sieht nicht so aus. Und hier komme ich nicht durch. Also war das hier komplett umsonst. Ich meine, wäre zwar ganz gut gewesen, hätten wir jetzt keine Energie gehabt, aber das ist jetzt gerade nicht der Fall. Von daher machen wir einfach mal weiter. Ach, die leben alle noch. Jetzt nicht mehr. Die Waffe ist ultimativ. So, wir gehen weiter. Aber wie gesagt, hier gibt es nichts. Ich kann hier nichts machen. Von daher drauf geschissen. Würde ich einfach mal sagen. Und wir laufen unseren standardmäßigen Weg weiter. So, das kann ich noch mitnehmen. Dann muss ich wohl hier hochklettern, oder? Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ach, und dann bin ich hier oben, okay. Da, wo die Gegner eben durch den Boden geschossen haben und ich mich schon gewundert habe. Geht's hier weiter? Ja, gut. Oh, ein Teleporter. So, am besten ich sammle jetzt erstmal alle Gegner und dann baller ich da richtig, dann rotz ich da richtig rein. So machen wir das. Stirb! War das übertrieben, ja, ne? Die Waffe ist einfach der Hammer. So, weggespratzt. Hier gehen wir auch nochmal gucken, ob es hier noch was gibt. Nee, aber ein Flammenwerfer. Flammenwerfer. Nehmen wir alles mit. So. 5 Granaten, eine Schachtel. Die alte Granatenschachtel. So, dann gehen wir hier jetzt durch die Tür. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Das können wir auch alles wegburnen, das ist wunderbar. Oh, ich habe eine neue Trophäe bekommen. 50 Gegner mit dem Flammenwerfer erledigen. Das hat aber jetzt ziemlich lange gedauert. Stirb! Königin in Embryo zerstört. Eine von 3. Dankeschön. So, da kann ich drauf verzichten. Gehe ich jetzt mal hier lang. Ey, warum? Das Ding ist auch der Hammer hier. Aber eine Verschwendung für solche kleinen Gegner. Deswegen versuche ich gerade mal, hier mit zu treffen. So, wer schießt jetzt da? Headshot. Ins Gesicht! Oh Gott, ich will endlich dieses Level beenden. Aber ich vermute, dass es noch ziemlich lang sein wird, wenn wir jetzt gerade durch so viele Labyrinthe schon gelaufen sind und ja, gerade einmal ein Embryo zerstört haben. Kann sich das noch ein bisschen ziehen, habe ich das Gefühl. Fick you. So,
Dann muss ich jetzt hier runterspringen. Aber was cool an der Waffe ist, was mir gerade erst aufgefallen ist, wenn ich jetzt 3 Raketen schieße, zieht mir das nur eine ab. Das ist auf jeden Fall schon mal von Vorteil. Hier ist nichts weiter. Oder doch, warte mal. Nee, das ist oben, okay. Okay. 10 Minuten spielen wir schon. Ich werde mal versuchen, die Folge heute nicht zu lang zu machen. Wo laufe ich lang? Hehe. Jetzt fängt's wieder an mit der... Oh nein. Ich sehe es schon kommen. Das wird verwirrend hier. Oder auch nicht. Volle Gesundheit. Hier komme ich gar nicht durch. Kannst du nicht einfach sterben? Ach, jetzt geht die Tür auf. Oh. Komm, gehen wir mal rein. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? So, ich habe das Gefühl, die bekommt immer mehr Sixpack. Munition geben. Zusätzliche Munition. Und du kannst mir mal Gesundheit geben. Verbesserte Gesundheit. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir zurück. Und haben wieder volle Munition. So, hier war ja nichts. Dann können wir weiterlaufen. Gehen wir jetzt mal in die Richtung nach vorne. Ist das auch wieder ein geheimer Bereich? Nee. Oder doch? Nein! Was habe ich getan? Ah, ist ja auch egal. Wir müssen sowieso zurück. Oder? Nein, nicht schon wieder schreiben. Warum kann ich nicht schießen? Nix. Wer schießt mich denn wo an da? Boah, das hat gespratzt. Scheiße. Blut und Käfergrün. Soll ich das Käfergrün nennen? Ja, ne? Ein bisschen Käfergrün. So, hier war jetzt nichts. Na, ich glaube, hier ist noch so eine Larve. Oder auch nicht. Junge. Stirb doch einfach. Ja, es sind so viele Waffen, da kannst du gar nicht so schnell vorlesen. Boah. Okay, hier war ich aber schon mal, oder? Das kommt mir jetzt aber bekannt vor. Alles klar. Ja, dann gehe ich aber den Weg wieder zurück, weil das ist mir sonst zu verwirrend. So, hier hatten wir die ganzen Waffen eben hergeholt. Ich laufe jetzt den Weg einfach straight wieder zurück.
So, mal eben meinen Sitz so ein bisschen richten hier, so. Da war ja nichts, hoffe ich. Oh, da ist doch was. Gut, dass ich hier nochmal schauen gegangen bin. Guck mal, da ist die nächste Larve. Ich werd bekloppt. Das Embryo, sorry. Nice. Ja, läuft doch. Jetzt haben wir schon 2 von 3. Und dann brauchen wir nur noch diesen komischen Bordcomputer. Jetzt bin ich wieder zurückgelatscht. Wollte ich gar nicht. So, hier kann man wohl auch noch lang oberhalb. Aber wie ich da hochkomme, weiß ich nicht. Irgendeinen Weg muss es geben. Also hier war der Teleporter. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier irgendwie nach oben komme. Deswegen springe ich da jetzt rein. Ach, dann wäre ich hier rausgekommen. Ah, okay. Genau hier wäre ich dann rausgekommen. Okay, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und wir nehmen diesen Weg hier. Hier darf ich wieder schwimmen. Super. Warum ist das Wasser lila? Das war doch oben gelb. Okay. Soll ich jetzt schon weitergehen? Weiß ja nicht. Ja, wir müssen ja hier runter. Ich bin jetzt schon leicht verwirrt, aber noch nicht zu krass. Wir finden schon einen Weg. Hier geht's dann wieder zurück, oder was? Alter, wo bin ich hier? Total lost. Spinnlost. Verpiss dich, ich komm nicht hoch. Oh. Wie, der... Ich wollte schon sagen, warum hängt er sich da nicht dran? Oh, das ist der Computer, ne? Ach, laber nicht. Lol. 7 verbleibende Leben. Ernsthaft? Ach, ich bin wieder hier, okay. Und jetzt brauche ich bestimmt 4 Sprengsätze für die Scheiße, ne? Ich sehe das schon kommen. Na, super, ey. Geil. Hammer. Das ist ja geil. Ich habe gedacht, einer reicht. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen 4. Da komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Dann bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig. Außer diesen einen Weg hier zu tauchen. Wo auch immer der jetzt war. Hier. Und hier weiterzulaufen.
ihr mich auch. Teleporter. Wie soll ich das denn machen? Ja, das kann ich doch so gar nicht. Ich hab doch keine Möglichkeit, hier rüber zu kommen jetzt. Oh, Mann. Sowas liebe ich ja wieder. Oh, nee. Burn, Baby, burn. Ja, stirb einfach. Da muss ich hoch. Wie komme ich da hoch? Okay, ich glaube ungefähr, ich weiß wie. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Ich versuche jetzt nochmal hier hochzuklettern. Komm, tu nicht so, Turok. Was ist los mit dir? Hier war der scheiß Computer. Da komme ich nicht hin. Ich muss also hier hoch. Da ist nämlich noch ein Sprengsatz. Ach, die sind hier alle in dem Dings drin, oder was? LOL! Ja, dann fehlt mir aber noch ein Embryo, ne? Das ist denn das Problem. Da lang war ja Schwachsinn. Scheiße, wie komme ich denn jetzt nochmal zurück? Ah, lol. Hab ich gar nicht gesehen. So, und noch ein geheimer Bereich. Aber fuck, wie komme ich da jetzt wieder hin? Komm, kletter mal da hoch. Scheiße. Dann schwimme ich halt. Ist ja gut. Das ist ja endlich der Weg, den ich suche. Oder auch nicht. Ah, wie komme ich denn da hoch? Es geht doch gar nicht. Wie soll ich hier rüberkommen? Ich sehe nichts. Oder kann man das irgendwie auschecken? Nee, ne? Ich laufe hier wahrscheinlich einfach über... Gott, ey. Ja, dafür brauche ich noch eine Fähigkeit, die ich nicht habe. Das ist das Problem, ne? Das heißt, der Weg hier ist auch für den Arsch.
Wie komme ich da hin? Ah, lol. Komm da mal drauf. Na, jetzt. Dann nicht. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die eine Larve. Das wäre cool, wenn wir die jetzt finden. Und dann auf zum Computer und dann können wir schon raus hier. Das wäre so schön. Hier, lutsch. Drei von diesen Kackdingern. Stirb. Oh, ich will einfach nur hoffen, dass wir jetzt die Larve finden. Dann wäre alles gut. Oh, ich glaube, da ist sie sogar. Das wäre so toll. Ja, hier ist sie irgendwo. Oh, geil. Dann haben wir alle Sprengsätze, haben die Larve kaputt gemacht. Ach, die Larve, sage ich immer. Das Embryo. Und dann sind wir schon fertig mit dem Level. Ist das geil. Geil, Mann. Und jetzt leckt mich alle am Arsch. Anders kann ich es doch gar nicht sagen, Mensch. Lasst mich alle in Ruhe, komm. Den Dreck will ich nicht nochmal machen. Bin ich fertig mit. Geil. So, jetzt müssen wir nur noch den Computer wiederfinden. Und das Ende des Levels. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. In den nächsten 10 Minuten. So, schnell zurück. Ich kann ja über Lava laufen. Da ist es nicht so schlimm, wenn ich hier einfach mal so ein bisschen mir die Füße heiß laufe. Warm laufe. Hier sind noch ein paar Minen, aber die sind voll. Geil, Mann! Oh, also die Level war jetzt wirklich nicht so schwer. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt muss ich gerade mal eben überlegen. Wir müssen... Was war denn da hinten? Da war schon das Ende, meine ich. Naja, genau, hier ist das Ende. Dann gehen wir jetzt zurück. So, jetzt muss ich jetzt schwimmen? Ich glaube, das war doch hier, ne? Ja, genau, doch. Das ist richtig. Hoffe ich doch. Falsche Waffe. So, jetzt kommt da ja dieser Teleporter. Und dann können wir doch tatsächlich zum Bordcomputer, ne? Oder? Ist es das? Nein! Ah, fuck! Okay. Das war's nicht. Nicht schlimm. Wir finden das Ende schon. Bin mir ganz sicher. Und das finde ich auch richtig frech, dass die Gegner immer wieder kommen. Das ist echt schrecklich. So, dann war der aber hier irgendwo. Wo genau? Ich weiß es nicht. Oh, Turok. Jawohl, hier ist er. Die sind alle kaputt. Nice. So, Bordcomputer zerstören. Geil! Geht das Ding auch kaputt? Nice. Ändert sich die Textur? Tatsächlich. So, gibt's hier vielleicht noch irgendwas zu finden? Nee, ne? Okay, hätte ja sein können, dass da vielleicht noch irgendwas drin versteckt gewesen wäre. Und,
als geheimer Bereich gegolten hätte, so. So, und wir können jetzt zurücklatschen. Zum Ende. Was da vorne ist. Und dann haben wir das Level schon geschafft. Ist das nicht geil? Ja, Mann! Ja! So, an dem laufe ich einfach vorbei. Leck mich wirklich. Kein Bock mehr. Hier, ich blende dich. Du musst das Tote beschützen. Ja! Ich werd's tun. Ich tue es. So, hier. Ich spratze euch alle weg. Mit dem Ding. Ach, ist das toll. So, wo sind die nächsten Gegner? Kommt ruhig, kommt ruhig. Die brauchen aber lange zum Spawn. Boah. Brenne. So, wir haben es geschafft. Geil. Besser geht's doch gar nicht. Oh, jetzt kommt noch ein Endboss. Und er bleibt einfach davor stehen. Was ist falsch mit Turok? So, wo soll ich drauf schießen? Okay, da passiert schon mal nichts mit. Ja, toll. Kann ich euch mal blenden? Nee, ne? Könnt ihr auch einfach mal sterben? So, was mache ich jetzt gegen den hier? Das bringt alles nichts. Wo soll ich denn hinschießen? Ach, auf seinen Arsch. Okay, okay. So, der Arsch ist kaputt. Und jetzt bekommt er, glaube ich, einen neuen Arsch. So, jetzt sind es die Hände, oder was? Wenn ich mal treffen würde. Ich treffe natürlich gar nichts. Das bringt auch nichts wahrscheinlich, ne? Was ist denn mit dem Raketenwerfer? Habe ich... Da. Okay, das bringt auch nichts. Null. Doch, jetzt habe ich einmal getroffen. Komm, ein Schuss noch. Insektenvernichter. Geil. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber Moment. Ich habe die Feder nicht bekommen, ne? So, Level 6 ist offen. Das Problem ist aber, ich habe die Feder nicht bekommen. Scheiße. Okay, das ist natürlich übel.
Und was bedeutet das hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, was ist das? Das ist sehr interessant. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was diese Zeichen bedeuten. Ich bin mir aber sicher, dass ich die Feder noch brauche. Es kann natürlich auch gut sein, dass ich dafür irgendwie noch eine andere Feder brauche für das Level hier. Oder ich habe den passenden Weg einfach nicht gefunden. Kann alles gut sein. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal drüber informieren. Freue mich aber, dass ich jetzt erstmal Level 5 geschafft habe. Und schau mir dann mal in der nächsten Folge an, ob ich nicht nochmal ganz schnell irgendwie so ein Video ablaufen lasse, falls ich herausfinde, wo die Feder ist, dass wir dann gemeinsam nochmal sehen, wo ich da langgelaufen bin. So, ich habe jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier in Level 6 reinzulauschen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin also sehr gespannt, wie es dann weitergeht und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet, denn dann wird es spannend hier mit Level 6 und dann müssen wir am Ende ja auch noch irgendwie diese Primogen-Schlüssel finden und ich denke, das wird auch nicht so einfach, je nachdem. Ich weiß es nicht genau. Also schaltet ein, wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen. Peace, bis dann und haut rein.